Hallo, heute stelle ich die App Alerts Pro vor. Das Symbol und der Name sollten schon verraten hier. Eine App der Meteo Crew dient dazu, vor Unwetterwarnungen zu warnen. Kann kostenlos runtergeladen werden. Es gibt alternativ auch eine Pro-Variante, wo dann die Werbung, die hin und wieder hier unten eingeblendet wird, entfernt wird. Wir sind hier in der Übersicht und haben direkt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen werde ich lokalisiert, wenn ich das denn möchte, sehe meinen aktuellen Standort und sehe direkt, was geht denn da gerade ab. Ich kann hinauftippen. Und mir wird dann detailliert angezeigt, wann was ansteht. Bekommen zum einen eine kurze textliche Zusammenfassung. Zum Beispiel hier ist zum Samstagabend Wind frischer bis starker Südwest bis Westwind. In freien Lagen sind Sturmböen um 80 km/h zu erwarten. Örtlich auch schwere Sturmböen über 90 km/h. In der Nacht zum Sonntag dreht der Wind auf Nordwest und lässt deutlich nach. Das ist schon mal so eine grobe Rundumsicht. Und sehr, sehr schön, ich habe hier oben einen Zeitstrahl, wo ich hindurch scrollen kann. Und mir wird dann zur jeweiligen Uhrzeit angezeigt, was steht denn gerade an. Wenn ich zum Beispiel sage, ich kann mit diesen ganzen Symbolen nichts anfangen, gibt es natürlich im Menü auch eine sehr, sehr schöne Legende, die ich mir anschauen kann. Ich kann zum einen in der FAQ mich nochmal einlesen, wenn mir irgendwas unklar ist, bekomme ich direkten Kontakt zum Support. Wenn ich da irgendwelche Fehler melden will oder irgendwelche Fragen habe, habe ich hier natürlich auch, wie man es kennt, Datennutzerklärung, AGB und Impressum. In den Infos, wie den Namen verraten, ja, wird mir mal angezeigt, was in der letzten Update-Version geändert und optimiert wurde. Das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Heißt, dem Nutzer wird nichts vorenthalten, sondern es wird offenkundig mitgeteilt, was es an Neuerungen und Verbesserungen gibt. In den Einstellungen habe ich die Möglichkeit, auf die Warnfarben und die Warnsymbole zuzugreifen. Hier bei den Warnfarben eine kleine Legende, wo mir gezeigt wird, welche Farbe sagt denn genau was. Und natürlich auch bei den Warnsymbolen. Hier zum Beispiel das Symbol von gerade eben. Was für Sturm steht, Hitze, Starkregen, Klette, wirklich alles mit dabei. Ansonsten habe ich die Möglichkeit, den Benachrichtigungston einzustellen. Ich kann ihn stumm schalten oder kann irgendeinen meiner Wahl auswählen. Ich habe genauso die Möglichkeit, die Vibration ein- und auszuschalten. Wenn ich einen Account habe oder einen Code zum Einlösen, kann ich das hier über Abo und Account machen und kann in den Einstellungen noch ein paar Sachen modifizieren. Wenn ich einzelne Punkte hinzufügen will, beispielsweise einen neuen Standort, kann ich rechts oben auf das Plus drücken. Es gibt eine Vorauswahl, die vorhanden ist, inklusive eben der Lokalisierung, wo ich mich momentan befinde. Kann dann über das Lokalisieren mich wieder lokalisieren lachen, kann über die Lupe nach einem neuen Standort suchen und kann über das Stiftsymbol sagen, ich möchte zum Beispiel Berlin rausschmeißen, ich möchte Hamburg rausschmeißen, ich möchte Bremen und Köln rausschmeißen, mir reicht der Rest. Oder ich kann das auch ganz aufräumen und sagen, ich möchte nur meinen aktuellen Standort in München haben. Kann dann mit dem Pfeil zurück bestätigen und über die Suche eben ganz einfach was Neues hinzufügen. Wir suchen jetzt beispielsweise einfach mal nach Ulm. Und hier haben wir Ulm direkt ein Tipp hinauf genügt und ich habe es auch gleich hinzugefügt. Nur das ist jetzt hier in der Hauptübersicht direkt angezeigt. Auch hier natürlich, was momentan ansteht, kann ganz oben auch auf Warnlagenbericht gehen, wo mir die aktuelle Wetterlage angezeigt wird. Auch was ich sehr, sehr schön finde, ich kann hier bei jedem Artikel über die Lupenfunktion jederzeit rein- und rauszoomen. Das heißt, auch Brillenträger oder welche, die Brille vielleicht mal vergessen haben, kommen hier ganz auf ihre Kosten. Alles in allem muss ich sagen, finde ich die App wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich habe hier im Menü noch zwei Übersichtspunkte. Ich kann auf die Warnkarten gehen, wo mir dann direkt eine Karte, die drei Punkte zeigen meine momentan gespeicherten Orte an. Ich kann raus- und reinzoomen und habe auch die Möglichkeit, auf Premium-Feature, hier nochmal schön, dass es direkt hervorgehoben wird, was ich denn möchte, 12 Monate für 4,99, 3 Monate für 1,79 und kann dann einfach so aus der App nochmal einen Ticken mehr rausholen und das Ganze eben werbefrei. Über die Sternfunktion kann ich hier einen Favoriten direkt auswählen und ich kann hier oben auch noch anzeigen lassen, was soll mir denn auf der Karte angezeigt werden. Das zweite, was wir unter der Warnkarte haben, die normalen Karten, auch hier kann ich ganz bequem drauf tippen und habe dann eine kleine Vorschau, wie aktuell die Wetterfront ist, inklusive Uhrzeit. Hier unten kann ich mit der Play-Taste das Ganze abspielen lassen. Habe hier oben auch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansichten zu wählen. Ich kann auch die Satellitenansicht hier wählen und kann so wirklich das Optimale raushauen. Also im allem wirklich für Wetterbegeisterte oder auch einfach Leute, die viel unterwegs sind oder Leute, die wissen wollen, wann denn wieder im schlimmsten Fall irgendwas Gefährliches wettertechnisch ansteht. Meiner Meinung nach eine Must-Have-App, super simpel aufgebaut, sehr, sehr übersichtlich, auch ohne die Premium-Version schon sehr schön nutzbar. Wenn man das Maximale rausholen will, auch dann werbefrei, kann man für meiner Meinung nach einen sehr fairen Preis auch problemlos auf die Premium-Version upgraden. So viel also zu Alerts Pro. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.